Wir sind am Arsch der Welt. Wenn das jetzt alles hier verdorrt wäre, also wie im letzten Sommer, hätte man gedacht, wir wären in der Wüste. Nein, wir sind hier in der Nähe von Seerams. Hier fährt in der Regel, jetzt stellt euch das so, der Rasen Roland. Hast du ja gut nachgemacht. Ja, wir kriegen das nachher wahrscheinlich im Originalton besser hin. Ich weiß nicht, ob der dann hier hupt, wollte ich sagen. Doch, da vorne, da hinten muss er hupen. Ach so, okay. Und wie gesagt, wir sind gespannt. Wir haben ihn vor, von unten und von oben zu filmen. Ob das klappt, ja, das werdet ihr auf jeden Fall sofort sehen. Nicht nur gleich, sondern sofort. Also, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wir haben uns größte Mühe gegeben, dass die auch was geworden sind. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass ein paar ganz nette Sachen dabei sind. Muss man halt einfach mal abwarten und genau. Also, ihr habt es ja schon gesehen. Genau, wir müssen aktuell jetzt abwarten, jetzt in dem Moment, wenn ihr es gesehen habt. Ja. Dann habt ihr es schon gesehen. Und wir auch, aber das ist die Zukunft. Das ist das total Unreale. Wir sprechen hier, in Wirklichkeit ist dann, ihr seht dann, wann ist jetzt gleich wieder vorbei? Ja. Tja, das sind die Fragen, die Welt bedeutet. Fragten oder, ja, ihr wisst schon, wie ich meine. So, wir laufen jetzt zurück zum Bulli. Haben noch so einen kleinen Auftrag, weil in 2 Tagen kommen meine Schwiegereltern, seine Eltern, genau, hierher, machen nämlich auch Urlaub hier auf Rügen. Und wir wollen mal gucken, ob wir ein schönes Plätzchen zum Grillen finden. Ja, und das wird jetzt unser zweiter oder beziehungsweise nächster Auftrag sein. So ist es. Mit dem Elden uns dann vom, also wenn wir diesen Auftrag erledigt haben. Bis dahin. Ja, gemütlich gemacht. Genau. Haben in Göhren keinen Platz leider gefunden. Nee. Also das funktioniert da in Selin, Binz, die, also Selin, die Ecke da unten, Barbe nicht. Nee. In Binz, Prora, da hätten wir was. Das kennen wir schon. Genau, da werden wir dann einfach mal übermorgen sehen,
ob Schwiegereltern, Eltern Lust haben, da hinzukommen. Wenn nicht. Oder auch hinradeln wollen, weil genau. Ein paar Kilometer sind es dann doch. Genau, 17 Kilometer wären sie, die sie hin, also für eine Strecke. Also entweder machen sie es, sonst halten, haben wir schon eine Alternative. Wir haben auch schon ein Restaurant gefunden, wo man dann hingehen könnte. Genau. Und die Frage ist ja immer noch, wie ist das Wetter? Genau, wenn das Wetter schlecht ist, hat sich sogar erledigt. Dann haben wir gar keine Probleme. Richtig. Ja, wir werden jetzt erstmal Videos sichten. Haben wir doch schon das eine oder andere. Wir werden uns auch mal die Drohnenvideos jetzt angucken, die wir alle so gemacht haben. Davon rede ich. Ja, sichten, ja. Ja, Videos sichten. Und speichern und alles. Ja, speichern. Und dann werden wir irgendwann was zum Essen kochen, aber wenn wir dann wieder Essen kochen, dann melden wir uns bald. Also im Endeffekt, im nächsten Take könnte es das sein, dass wir schon Essen machen. Genau, so sieht's aus. Wir sind gesichtet, jetzt geht es los mit Essen kochen. Also genau. Schon mittendrin. Ich lieg hier rum und guck, dass Stefan alles richtig macht. Ich muss mich konzentrieren, weil das darf ich mir nicht erzählen. Genau, sonst macht er nämlich 21, 18, 12 und das wäre ganz schlimm. Dann haben wir zu viele Nudeln. Und was soll man mit so vielen Nudeln? Genau. Wieder mit dabei ist der leckere Wein. Den habt ihr ja schon gesehen. Ja, ihr habt ja das Video bestimmt geschaut von unserer Mai-Reise. Wenn nicht, dann unbedingt anschauen. Mal schauen. Ja, verlinken wir euch auch da oben in der Infocard. Wunderschöne Landschaft. Genau wie hier. Genau wie hier. Außer anders. Anders. Man muss sagen anders. Genau, aber jede schön. Jede Region hat was für sich, ne? Genau. Ja, dann wollen wir mal hier lecker kochen und oder ein bisschen Salz. Salz. Es ist eine Art Geschnetzeltes mit Nudeln. Wir sind gespannt, was am Ende und Mischgemüse. Lecker genau. Wird's werden, das weiß ich. Ja, und ihr werdet dann das Endergebnis eingeblendet sehen. Und dann sag ich jetzt schon mal einen guten Hunger. Guten Hunger, nachher natürlich. Das Essen hat gut gemundet. Wir sind sehr satt geworden. Und irgendwie hat die Flasche von unserem Weingut schon wieder ein Loch gehabt. Ja, ja. Mhm. Ist schon wieder leer. Wissen wir gar nicht wieso. Ja, jetzt heißt es aber mal abwaschen. Und wir haben gar keine Lust dazu. Nee. Könnte mal jemand vorbeikommen und uns das erledigen. Wäre super toll. Weil sonst ja, bleibt es bis morgen stehen. Nein, wir werden es schon abwaschen. Ja. Soweit der Herr da fertig ist, da rumzutibbern. Ich weiß nämlich gar nicht, was der da macht. Ich schreibe a.de an. Gut, er macht a.de, nicht b. und nicht c. a. Ah, genau. Und ja, wir werden abwaschen und dann werden wir uns langsam aber sicher fertig machen. Wir sind sehr früh aufgewacht gewesen und sind sehr spät ins Bett gekommen. Mal gucken, wie es heute sein wird. Wie immer, nach der Kür kommt die Pflicht sozusagen. Wir haben jetzt abgewaschen, alles ist wieder sauber, alles ist weggepackt. Wir werden jetzt uns ein bisschen noch ausruhen, ein bisschen Bett fertig machen. Wahrscheinlich noch anfangen, Film zu gucken und dann wird es für uns auch bald schlafen gehen. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen als liken, teilen, abonnieren, das kann man immer sagen. Und ansonsten, dann sehen wir uns morgen wieder. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es Freitag und wir haben frei. Ja. So gehört es. Ein schöner Brückentag. Genau, den genießen wir mal. Ja, wir haben gefrühstückt, wir haben geduscht. Alles schon fertig. Ne? Wir haben euch heute erst spät mitgenommen. Und spät heißt bei uns, ist es 9 Uhr. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns aber auch in Ruhe fertig gemacht. Wir haben ganz gemütlich gefrühstückt. Ja, wann waren wir wach? Ich weiß nicht, so kurz vor 7 oder sowas. Ja. Ja, es ist halt so irgendwie so die Arbeitszeit. Ja, plus wir sind gestern auch relativ früh ins Bett gegangen, weil wir ja früh, ins Bett, früh aufgestanden und dann waren wir gestern einfach fertig und dann ist man morgens wieder wach. Aber lieber früh wach sein und viel vom Tag haben als spät aufstehen. Was haben wir davon? Nix. Ja, und es hat ja auch was, weil wir ja jetzt was Besonderes machen wollen. Das erzählen wir, glaube ich, ein bisschen später, oder? Genau, erst, das jetzt schon erst wenn wir da sind. Wir geben aber schon mal einen Tipp, ihr habt es schon gesehen.
Ja. Ja. Von daher, da werden wir uns jetzt aufmachen und ja, schauen wir mal, was der Tag so dann Schönes bringt. Genau. Geregnet hat es auch schon im... Naja, regnet. Es hat ein bisschen getröpfelt. Ja, doch, es hatte doch ganz schön geregnet. Oh, doch, also. Ja, ja, doch, doch. Aber das war so eine Stunde oder sowas und dann war auch wieder... Gut, also jetzt ist wieder alles trocken soweit. Und die Straßen noch nass, aber es nicht soll schlimm. Auch, es soll auch so bleiben, es soll bewölkt bleiben, das ist genau. Aber egal. Angenehme, keine Ahnung wie viel Grad, weil das wird mir ja gerade nirgendwo angezeigt, ist ja grauenhaft. Moment. Wir haben das es. Das Auto muss erst ein bisschen hochfahren, 16 Grad. 16 Grad, also angenehme Temperaturen, um auch was zu unternehmen. Ja, genug geredet, wir zeigen euch dann, oder wir melden uns dann wieder. Also gleich wieder? Weil ihr müsst das ja so sehen. Für uns ist es immer sehr kompliziert, weil... Es ist ein bisschen weiter dann. Für uns ist es nachher. Für euch ist es sofort. Genau. Alles kompliziert. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich. Bis dahin. So, wir sind angekommen an unserem heutigen Ziel. Wenn Stefan jetzt mal mit mir eine Drehung macht, sagen wir auch, wo wir sind. Mit mir eine Drehung, mit mir eine Drehung, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, ja, genau, noch ein bisschen, noch mit, da steht es. Wir sind nämlich in Putbus. Und was machen wir in Putbus? Wir fahren mit dem rasenden Roland. Mal sehen, ob das so rasend wird. Genau, 30 Stundenkilometer Maximalgeschwindigkeit. Genau. Und Umweltverpestung hoch 3. Ja, ja. Aber irgendwann ist das vorbei und wir wollen es nochmal genießen, bevor es vorbei ist. Ich bin ein kleiner Eisenbahner-Freak und da habe ich auch Spaß, das zu erleben. Außerdem ist das eine ganz nette Sache hier, wenn die das sowieso schon anbieten, dann ja. Genau. Es lohnt sich eine Tageskarte, wenn man halt den ganzen Tag hier verbringen möchte. Für zwei Personen kosten wir 46 Euro. Genau, das geht auch, finde ich. Wieder, du kannst überall hin und her springen, Binzelin. Also es macht doch Sinn, hier von Putbus loszufahren. Parkgebühren für den ganzen Tag für Wohnmobile, 6 Euro für normales Pkw. 4 Euro. Und dann fährst du von hier los, fährst du nach Göhren, da kannst du dann zurück, jede Stunde Selin, Binz, dann fährst du das alles nur ab und dann fährst du halt abends wieder mit dem Zug von Binz zum Beispiel hier nach Göhren und hast wunderbar. Es gibt Familienkarten und so weiter und so fort. Es gibt auch Wochenkarten für Leute, die halt die ganze Woche mit unterwegs sein sollen. 50 Euro oder so, was ich gucke, Familienkarten auch. Es geht eigentlich. Gibt's alles, den Link zu dieser Rügenbahn blenden wir euch da jetzt ein. Ne, also ihr seht das, was, wo ihr die Information bekommt. Wir freuen uns drauf. Und wir haben gestern auch schon mal gefachsimpelt, ja, wenn sie das elektronisch alles hinbekommen mit Tönen etc. und dann nur noch Wasserdampf oder vielleicht irgendeinen anderen Dampf oder was auch dann immer. Dann kriegen sie es vielleicht später auch noch hin, dass die Strecke weiterhin befahren wird. Klar, irgendwann ist es vorbei mit dieser Art der Fahrmöglichkeiten. Genau. So. Jetzt heißt es abwarten, der Zug fährt nämlich erst um 10 Uhr ab, aber ich würde sagen, im Hintergrund, wenn der Stefan jetzt sich ein bisschen dreht, sehen wir da nämlich die Lok. Da die Dampflok kommt und die macht da vorne fest und vielleicht schauen wir uns das jetzt einfach mal an.
wir sind schon 21 Minuten jetzt unterwegs, weil da habe ich eine Uhr, wo ich genau weiß, wie lange das geht. Da sind wir vorhin lang. Also gestern mal natürlich. Also für uns gestern, für euch vielleicht vorhin, wir wissen es ja nicht. Ja. Ne? Also wir lassen uns immer überraschen. Genau. Denn wir planen, strukturieren das ja nicht. Ne? Also wir müssen nicht strukturieren, das sollte man mitbekommen haben. Wir machen so viel, bis wir sagen, so, das war der erste Teil. Und ja, so ist es. Ist halt so. Ja, vielleicht kommt die Stelle, wo wir über uns geflogen sind. Ja, aber einen kleinen Moment ist es, glaube ich, trotzdem noch. Ja, einen kleinen Moment. Aber lange dauert es nicht mehr. Genau. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Hinter uns der Kaminofen, der ist Gott sei Dank nicht an, das wäre ein bisschen zu warm. Ja, wir haben hier, glaube ich, so ja, 16, 17 Grad oder so. Angenehme Temperatur. Genau, es lässt sich aushalten. Ja, unser Ziel, erstmal Göhren. Endstation. Und da wollen wir dann eine Stunde mindestens verweilen. Ja, und dann lassen wir, schauen wir mal, was Göhren uns so zu bieten hat. So ist es, bis dahin. Ja. Sind wir? Wir sind in Göhren. Genau. In der inneren Mitte. Genau, wir haben die innere Mitte gefunden. Damit ihr das aber versteht, muss Stefan sich drehen, weil sonst wisst ihr gar nicht, warum. Ach so, ja, genau. Und vielleicht was dazu sagen. Also es ist ein Labyrinth. Also Labyrinth, naja, gut. Darf man nicht sagen. Also der Weg ist sehr einfach zu gestalten, genau. Aber ist egal. Weil man kann schnell eine Abkürzung nehmen. Wir haben den Weg innerhalb von 5 Sekunden. Ja, genau. Also, genau. Labyrinthe sind, macht das von sich. Außer wir fahren mal irgendwann in die Kleingartenanlage. Zum friedlichen Nachbarn. Heißt das nicht nur friedlicher Nachbar? Oder? Nee, friedlicher Nachbar. Hast das du sagen recht, wir nicht andauernd falsch. Ja, ja. Ja. Egal. Wir bleiben jetzt hier ein bisschen, haben nämlich eine Bratwurstbude entdeckt. Morgen ist ja Promenadenfest, das genau. Nützt uns nichts, aber vielleicht deine Eltern. Ja. Weil die sind ja ab morgen ein bisschen hier. Ja, wir werden uns jetzt eine Bratwurst suchen, dann suchen wir einen schönen Platz. Hoffentlich können wir fliegen, das wissen wir aber noch nicht. Ja, wir werden in die Richtung dann mal versuchen, also in diese Richtung. Genau.
da hinten ist es ja vielleicht ein bisschen leerer und so weiter. Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Und vielleicht gibt es auch noch ein paar schöne Aufnahmen dann von oben. Das wäre doch wunderbar. So, genau. Wir haben unsere friedliche Mitte gefunden. Jetzt wird Zeit, dass die Mitte gefüllt wird mit einer Bratwurst. So ist es. Bis dahin. Halt, stopp. Ja, und was wir euch natürlich auch noch erzählen wollten zu dem Bulli mit dem 150 km/h, es ist halt super klasse, auch mal mit einem Auto schnell zu fahren. Das kannst du mit einem Wohnmobil und einem Kastenwagen halt nicht vergleichen. Mit dem schnell zu fahren ist es halt so eine Sache und das wird dann instabil. Du hast da eine komische Wagenlage, sag ich mal, oder Autolage in dem Fall dann. Und es ist halt einfach cool, wenn man dann mit einem Bus unterwegs ist, der noch nicht ganz so groß ist, der halt mehr so Auto-like ist. Und dementsprechend kannst du auch mal 180 da fahren, um halt schneller ans Ziel zu kommen. Bisschen mehr Spritverbrauch, logisch, aber das hat man mit einem normalen Auto, Golfgröße zum Beispiel, ja genauso. Wenn man schnell fahren will, verbraucht man auch mehr Sprit.